Willkommen, liebe Motorsportfreunde, liebe Formel 1 Fans, zur Vorbereitung auf den nächsten Grand Prix hier in Singapur. Die reale Formel 1 wird ja nächstes Wochenende, oder besser gesagt kommendes Wochenende, hier fahren, und wir sind jetzt auch am Start, um uns darauf vorzubereiten. Mit dem Toro Rosso diesmal machen wir die Piste unsicher, und wir konnten schon mal üben. Einige Runden sind wir hier schon offline gefahren, und eventuell reicht das als Übung, um heute in diesem Video eine einigermaßen akzeptable Zeit hinzubringen. Sind hier noch auf der Aufwärmrunde. Wir sind im Modus des Zeitfahrens, wo wir keinen Reifenverschleiß befürchten müssen und auch nicht so viel mit dem ERS-Deployment arbeiten, was uns auf die reine Fahrlinie besser konzentrieren lässt. Hier geht es durch eine 90 Grad oder noch spitzere Rechtskurve, und hier noch einmal. Wichtig ist es hier in Singapur, mehr als an den meisten anderen Strecken der Formel 1, den Scheitelpunkt genau zu erwischen. Die letzten Kurven vor Start-Ziel, Rechts-Links-Kombination, und jetzt geht es hinaus in eine erste schnellere Runde. DRS aktiviert, und wir gehen die Zielgerade hinunter. Das Schalten runter jetzt in den dritten Gang und einen weiteren Gang zurück für die ersten Kurven. Und hier runter in den dritten, und schnell sind wir schon in der ersten DRS-Zone, können hier beschleunigen, bevor es hier wieder drei Gänge, oder besser gesagt fünf Gänge nach unten geht, und hier noch einmal durch eine schnelle Rechtskurve. Nochmal dritter Gang für die nächste links, kurze Gerade, hinauf in den siebten und dann hinunter wieder in den zweiten Gang. Da sind wir etwas aus der Ideallinie heraus. Und hier die engste Kurve der Strecke, eine links, sehr spitz, fast wie eine Kehre schon. Und danach geht es wieder kurz gerade hinunter. Und wieder geht es durch eine enge Rechtskurve hinunter in den zweiten Gang. Hier eine Links-Rechts-Kombination, gefolgt von einer Linkskurve, kurze Gerade und dann wieder zwei Gänge hinunter, links-rechts, unter einer Brücke, und dann hier wieder eine andere Kombination, rechts-links, bevor es wieder auf Startziel zurückgeht. Leider haben wir jetzt diese Runde an der letzten Kurve aberkannt bekommen. Die Strafauslegung ist ja im Zeitfahrmodus bei Formel 1 2019 sehr rigoros ausgelegt. Wieder DRS. Hinauf in den achten Gang. Fünf Gänge hinunter in den dritten und dann wieder in den zweiten für diese enge Rechtskurve. Kurze Gerade hinauf in den siebten und dann wieder hinunter in den zweiten Gang. Diese Kombination war früher noch etwas flüssiger. Ich erinnere mich noch, in den ersten Jahren
Als die Formel 1 hierher kam, ging es wesentlich schneller zur Sache in diesem Bereich. Etwas hinausgedrängt worden. Und jetzt gehen wir noch einmal einen Versuch an. Und wieder trägt es uns etwas weit nach außen. Das Gute an dieser Strecke ist, dass es scheinbar von der Regelauslegung nicht so eng gesehen wird. Man kann im Vergleich zu der Auslegung auf anderen Strecken hier im Zeitfahrmodus durchaus die Curbs mehr benutzen. Und hier geht es noch einmal über Startziel und wir gehen eine nächste schnelle Runde an. Frühes Herausbeschleunigen aus Kurve 2. DRS aktiviert und über eine recht lange Gerade geht es hinunter in den Linksknick.
und wir konnten uns verbessern. Eine 1, 42, 2, 4, 8. Ich glaube, das war für die kurze Zeit, die wir hier geübt haben, ganz gut. Und für heute belassen wir es auch dabei. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Das war eine erste Annäherung an die Strecke, die die reale Formel 1 im nächsten Wochenende beherbergen wird. Wir werden eventuell zurückkommen auf ein schnelles Rennen gegen eine 90% KI, das sagte ich ja schon nach Monza, da hatte ich keine Zeit mehr, aber das ist immer eine Option und ich werde versuchen, diese Option auch umzusetzen diesmal. Soweit, so gut. Ich bedanke mich also fürs Zusehen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut und bleibt sportlich und tschüss.